Jetzt knallt's. Die Auseinandersetzung zwischen Donald Trump und den sozialen Medien in den USA, die scheint jetzt zu eskalieren. Und die Frage ist, welche Folgen hat das für die Aktienmärkte, wenn Donald Trump gegen Twitter schießt, gegen vielleicht Google schießt, Facebook schießt, vielleicht Amazon schießt? Wird das wirklich ein Gamechanger sein? Vielleicht etwas, was die Logik der Aktienmärkte verändert? Das wollen wir uns jetzt in diesem Video mal anschauen. Und zunächst mal der Tweet heute Morgen von Donald Trump, als er gesagt hat, in Minneapolis gibt es Ausschreitungen. Minneapolis, diese Stadt in den USA, hat einen linksradikalen Bürgermeister, sagte Donald Trump in diesem Tweet. Und ich werde jetzt die Nationalgarde aktivieren, um diesem Treiben ein Ende zu setzen. Twitter wiederum hat diesen Tweet von Donald Trump markiert und gesagt, das ist gewaltverherrlichend. Wir löschen diesen Tweet aber nicht, weil es offenkundig ein öffentliches Interesse an diesem Tweet gibt, denn dieser Tweet hat Folgen, der hat politische Folgen. Dementsprechend lassen wir diesen Tweet jetzt hier nochmal unzensiert stehen, aber es zeigt eben, dass diese ganze Auseinandersetzung jetzt wirklich eine heiße Geschichte werden wird. Es geht um den Wahlkampf in den USA, der offenkundig jetzt schon gestartet hat. Es geht aber auch darum, dass Donald Trump natürlich vor allem über Twitter auch in die Märkte reinwirkt, und das ist denn natürlich deswegen auch für die Aktienmärkte dann entscheidend. Worum geht es eigentlich hier? Schauen wir uns mal diese Geschichte an, die Donald Trump dann getwittert hat. Dieser Tweet wurde allerdings nicht zensiert. Da heißt es, these hawks, also diese unehrenhaften Menschen, um es mal vorsichtig zu übersetzen, die angeblich George Floyd ehren wollen. George Floyd ist ein Schwarzer, der von weißen Polizisten offenkundig zu Tode gebracht wurde, hat um Hilfe geschrien, ich kriege keine Luft. Und dann ist nichts passiert. Die Polizisten haben einfach weitergemacht. Der Mann, nämlich George Floyd, ist wenig später dann an diesen Misshandlungen, kann man sagen, verstorben. Deswegen diese ganzen Ausschreitungen in Minneapolis, wie wir hier sehen. Und da geht es richtig zur Sache. Da haben Demonstranten zum Beispiel ein Polizeirevier angezündet. Es kommt zu Plünderungen, es kommt zu Ausschreitungen. Viele Schwarze in den USA sind wütend über das, was da erneut passiert ist, und dementsprechend könnte die ganze Geschichte jetzt richtig heiß werden. Vorher möchte ich aber, bevor wir uns anschauen, wie heiß diese Geschichte wird, möchte ich nochmal auf das Webinar verweisen von der Direct Trade Börsenakademie. Schnell lernen und dann günstig handeln. Da können Sie ziemlich schnell lernen, indem Sie einfach mal sehen, was ist da wirklich der Fall an den Märkten, was muss ich wissen und was bringt mich wirklich weiter für meine eigene persönliche Zukunft. Aber jetzt kommen wir mal zur politischen Zukunft auf der einen Seite und der Zukunft der Märkte und wollen uns mal anschauen, wie diese Geschichte hier weitergeht, die in Minneapolis da derzeit stattfindet. Wenn Plünderungen beginnen, beginnt das Schießen, hatte Donald Trump in einem Tweet gesagt. Und das, sagt Twitter wiederum, ist gewaltverherrlichend. Das Schießen, damit meint Donald Trump offenkundig eben die Nationalgarde der USA, die dann möglicherweise auf diese Protestierenden, auf die Demonstranten, auf die Plünderer schießen wird. Das ist natürlich jetzt eine richtig heiße Kiste, ein sehr delikates Thema. Da hat jetzt zunächst mal, haben sich diese sozialen Medien erstmal gewehrt, nämlich Twitter, Google und Facebook, die hier offenkundig im Fokus stehen. Die haben gesagt, wir wehren uns gegen diese Attacken von Donald Trump, die sind unberechtigt. Und worum geht es da genau? Nämlich um die Section 230 des sogenannten Communications Decency Act. Das ist ein Gesetz aus dem Jahr 1996 und dieses Gesetz besagt, Plattformbetreiber wie Twitter, Facebook und auch Google sind nicht verantwortlich für die Inhalte, die auf diesen Plattformen stehen. Jetzt sagt aber Donald Trump, doch, das sind sie, denn sie zensieren faktisch ja die sozialen Medien, indem sie zum Beispiel meine Tweets ja markieren, in irgendeiner Form ein Schild umhängen, gewaltverherrlichend etc. Und deswegen hatte Donald Trump kürzlich eine Verfügung unterzeichnet, die im Grunde genau diese Ausnahmeregelung, die für Plattformen gilt, die keinen eigenen Inhalt produzieren, keinen eigenen Content produzieren, dass diese Plattformen jetzt sehr wohl haftbar sind für das, was da an Inhalten passiert. Man unterscheidet ja zwischen Publishern auf der einen Seite, das sind Inhaltproduzenten, und Plattformen, das sind einfach Medien, auf denen diese Inhalte, die nicht von diesen Medien selbst erstellt werden oder von diesen Plattformen selbst erstellt werden, dort stattfinden werden. Jetzt attackiert Trump also direkt diese sozialen Medien, und die ganze Geschichte wird jetzt insofern auch für Donald Trump ein bisschen kritisch, denn
Donald Trump braucht Twitter. Die Finanzmärkte reagieren extrem stark auf die Tweets von Donald Trump. Er erreicht damit sehr, sehr viele Menschen. Twitter scheint nun so selbstbewusst zu sein, dass man sich eben sagt bei Twitter, Donald Trump braucht uns mehr, als wir Donald Trump brauchen. Deswegen scheint man wieder jetzt diesen Tweet von Donald Trump zu markieren. Donald Trump ist noch nicht aufgestanden. Der wird aber mit Sicherheit darauf reagieren, was da los ist. Und wir sehen, das könnte eben auch Auswirkungen auf die Aktienmärkte haben. Denn die 5 großen Tech-Unternehmen, zu denen unter anderem hier Facebook, Google, nicht Twitter, aber zum Beispiel Amazon gehören, die machen alleine über 20% des gesamten S&P aus. Das heißt, die haben eine extreme Marktkapitalisierung. Und wenn zum Beispiel eine Facebook und eine Google fällt im Kurs, dann dürfte das die Indizes auch ganz schön mit nach unten ziehen. Und vor allem, wenn die Aktie dieses Herrn hier fällt, nämlich das ist Jeff Bezos. Das ist zwar jemand, der eigentlich vorwiegend im Cloud-Geschäft tätig ist und eben, wie wir alle wissen, uns Dinge nach Hause liefern kann, aber vor allem hat Jeff Bezos eben auch die Washington Post. Und die Washington Post wiederum ist nicht gerade sehr zimperlich mit Donald Trump, ist nicht gerade ein Anhänger von Donald Trump, sodass der US-Präsident immer wieder gegen die Washington Post geschossen hat. Das heißt, es ist möglich, dass Donald Trump nicht nur gegen Twitter, Facebook und Google agiert, sondern eben auch gegen Amazon. Und Amazon ist ein Wert, der über 1 Billion an Marktkapitalisierung auf die Waage bringt. Also das wird jetzt eine richtig heiße Geschichte, die uns alle noch in den nächsten Tagen, wenn nicht Wochen, beschäftigen wird. Der Wahlkampf in den USA ist eröffnet. Die innenpolitische Auseinandersetzung wird jetzt richtig heftig und das wird die Aktienmärkte wahrscheinlich volatil agieren lassen. Das ist ein kleiner Abriss dessen, was vielleicht jetzt auf uns zukommt. Ich wünsche erstmal ein wunderbares Wochenende und sage, schauen Sie mal rein bei directtrade.com. Bis dann, ciao.